Der Druck in Richtung Inflation steigt weiter, aber Fed-Chef Paul beschwichtigt. So in etwa könnte man in einem Satz vielleicht das heutige Tagesgeschehen zusammenfassen. Wir hatten zunächst um 14.30 Uhr die US-Erzeugerpreise, nachdem gestern ja schon die Verbraucherpreise aus den USA deutlich höher ausgefallen waren als erwartet. Und das setzte sich heute bei den US-Erzeugerpreisen fort. Wir sehen hier zum Vormonat 1,0% statt 0,6% wie erwartet. 1,0%, das ist schon ein Schnaps aus der Flasche. Zum Vormonat wohlgemerkt. Und wir haben dann zum Vorjahresmonat einen Anstieg von 7,3% statt 6,7% wie erwartet. Und in der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, immerhin noch 5,6% statt 5,1% wie erwartet. Also hier auch wieder deutlich höherer Inflationsdruck als von den Märkten antizipiert. Das geht seit 4 Monaten so. Da sind die Inflationsdaten, und ich zähle mal die Erzeugerpreise mit dazu, deutlich höher als von den Märkten erwartet. Aber punktgenau, ist das Zufall oder nicht, weiß man nicht. Punktgenau, als diese Erzeugerpreise veröffentlicht wurden, die normalerweise ja durchaus hätten vielleicht ein bisschen Druck auf die Märkte ausüben können. Punktgenau, dann wurde die Rede von Jerome Powell veröffentlicht, der ja heute vor dem Kongress berichten wird. Hier nochmal eine Grafik, die zeigt, dass die Erzeugerpreise noch schneller steigen als die Verbraucherpreise. Und normalerweise bedeutet das Margendruck. Klar, die Unternehmen kaufen teilweise andere Sachen als Konsumenten. Aber wenn die Kosten für die Unternehmen so stark steigen, dann müssen sie diese Kosten irgendwie weitergeben. Sonst geht das direkt in die Marge rein. Das ist das große Problem. Aber dann eben Rede von Jerome Powell, der sagte, ja, wir haben noch einen langen Weg zu gehen für die Erholung. Naja, okay. Wir sind schon eine Strecke gegangen, hat man das Gefühl. Also Paul hat letztendlich signalisiert, Leute, im Juli passiert zumindest noch nichts in Sachen Tapering. Wir werden in den nächsten Sitzungen darüber sprechen. We are talking about talking, but we are not acting, könnte man auf gut bayerisch sagen. Still a ways off from progress. Also man ist noch ganz weit entfernt von Fortschritten, gell? Du hast ein BIP von über 6%, dann bist du von Fortschritten natürlich total weit entfernt, gell? Also unter 20% Wirtschaftssteigerung ist für mich persönlich auch kein Fortschritt pro Quartal. Na, also da muss also noch manches Wunder passieren, bis die Fed mal vielleicht drüber nachdenkt, so. Heute Paul und manche ehemalige FED-Mitglieder, die sorgen sich, es ist ja ein Phänomen, wer noch im Amt ist, der muss diesen Schönsprech machen, der kann gar nicht anders, weil die Märkte sozusagen ja sofort auf alles reagieren. Würde ein Notenbanker sagen, oh, ich fürchte eine Rezession, dann wäre sie faktisch da, es wäre eine self-fulfilling prophecy, weil alle würden sich darauf einstellen, Unternehmen nicht mehr investieren, etc. etc. Also kann man das nicht machen, aber sobald die Herrschaften dann raus sind, sprechen sie eher Klartext, so wie heute etwa Peter Fischer, der ehemalige Vize der New York Fed, der gesagt hat, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir hier einen epischen Fehler sehen durch die Notenbank, der zu einer Katastrophe führt. Und er sagt, ich habe so viel Angst wie noch nie über die Finanzwelt derzeit, denn wir pumpen hier eine Assetblase auf. Und wie sollen wir das wieder in den Griff kriegen? Wieso Assetblase? Die Bewertungen sind gerechtfertigt, wird jetzt der eine oder andere sagen. Natürlich, ganz klar, aber selbst Steve Mnuchin, ehemaliger Finanzminister von Sid Donald, wie lange durfte ich diesen Sid Donald nicht mehr sagen? Es ist schon fast Melancholie dabei, wenn ich so rede. Jedenfalls Steve Mnuchin hat gesagt, ja, die Fed müsste jetzt auf die Bremse treten, müsste jetzt sofort die Asset Purchases einstellen. Also manche Leute, wenn sie aus dem Amt sind, die werden dann teilweise sogar vernünftig. Ne? Also es ist einfach ein Wahnsinn. Jetzt schauen wir uns mal an. Die Verschuldung der wichtigsten Staaten, der G20-Staaten in Relation zu ihrem BIP, fast auf dem Stand jetzt des Zweiten Weltkrieges, als man ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, um Waffen zu kaufen, um dann damit wiederum andere Leute totzuschießen. Jetzt gucken wir uns unten in der Grafik aber an, wie jetzt die Anleiherenditen durchschnittlich sich verhalten, und wir sehen, je krasser die Verschuldung steigt, umso stärker sinken die Anleiherenditen. Wer da einen Zufall erkennt, normalerweise müsste es ja eigentlich genau andersrum sein, nach Adam Riesig, hell, aber wir haben die Notenbanken und die sind da ein bisschen aktiv. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, wir sehen hier die sogenannte Real Earnings Yield beim S&P 500, also die reale
Gewinnrendite der Unternehmen im S&P 500, und die ist so negativ wie seit den frühen 70er Jahren nicht mehr, mit minus 2,1%, tiefster Stand seit 1974, weil eben die Gewinne aufgefressen werden durch die Inflation. Hier sieht man, dass das in der Vergangenheit kein gutes Zeichen war. Also jedes Mal, wenn die Rendite da relativ, die reale Rendite negativ war, dann war das jetzt nicht so schick für die Aktienmärkte. Aber gut, diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Auch wenn es solche Statistiken gibt, die zeigen, dass wir jetzt in der untersten Perzentile eben der Realrenditen der S&P 500 Unternehmen sind. Und durchschnittlich haben wir dann eine Performance von minus 3,1% innerhalb des dann folgenden Jahres. Das ist die schlechteste Entwicklung aller sonst denkbaren Varianten. Aber gut, diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Aktien steigen immer. Stonks always go up. Aber nicht alle Stonks go up, sondern nur ein paar, mehr so die großen, mehr so die Apples und die Microsofts. Wie heißen es noch, gell? Was haben wir da? Amazon. Ne, ist ja alles, was da steigt. Wir sind aber nach wie vor bei mehr als der Hälfte der S&P 500 Aktien unter dem 50-Tages-Durchschnitt. Und selbst beim Nasdaq, der ja auch von Allzeithoch zu Allzeithoch agiert, sind es nur ganz knapp über 40%, während der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, sogar deutlich unter 40% ist. Also es ist die Rallye der anderen sozusagen. Sie kennen den Film Das Leben der anderen. Da sind ein paar Highflyer und der Rest, der schwimmt irgendwie so mit. Heute Morgen hatte ich meinen Videoausblick heimlicher Bärenmarkt genannt oder getauft, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir dann so ein bisschen Ernüchterung gesehen, nachdem der S&P 500 ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Der Dow wenig verändert, Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, wieder deutlich im Minus. Jedenfalls ein bisschen Verunsicherung, nachdem mehr Details hier in Sachen Steueranhebungspläne der US-Demokraten durch die Washington Post veröffentlicht wurden. Da ging es dann ein bisschen nach unten, aber es sind eben Apple, Microsoft, Netflix, die hier die Dinge oben halten. Wir hatten heute ja Zahlen von Wells Fargo und vor allem von der Bank of America, die Aktie 5% im Minus. Also da ist ein bisschen was Sand im Getriebe, ebenso wie bei den Meme-Stocks, also diesen großartigen, fundamental völlig herausragenden Aktien wie AMC und GameStop. Und wir sehen hier zum Beispiel AMC heute auch wieder zwischenzeitlich 10% im Minus. Das ist jetzt nicht mehr so schick, gell, was habe ich mal anhören müssen, ja, der Fuchmann, keine Ahnung, dieser Boomer, gell, AMC, die geilste Story der Weltgeschichte, noch viel geiler als GameStop, gell, ja, zwischenzeitlich war die Geschichte schon geil, aber jetzt halt nicht mehr, und jetzt hier rüber schwingend nach, was ist das, Europa ist das, gell, Eurozone. Da will die EZB jetzt doch den digitalen Euro bringen. Man weiß zwar nicht, wieso und weshalb und wie man es machen soll, weil man damit die Banken killen würde wahrscheinlich. Was brauche ich noch, eine Bank? Geld, wenn ich den digitalen Euro habe, dann habe ich ein Konto bei der EZB und passt. Naja, aber jedenfalls, man will irgendwie, Marc sagt, man hat die Absicht zu wollen, vielleicht, wenn es möglich wäre, dann würde man es möglicherweise vielleicht auch tun. Und noch abschließend möchte ich Sie verweisen auf einen hochinteressanten Artikel heute bei finanzmarktwelt.de. Sie wissen ja, die Chinesen, der Chinese, der ist ja derzeit, wenn er jetzt Machthaber ist in Peking, nicht so freundlich zu den Tech-Werten wie Didi, Ant und so weiter und so fort. Da ist ja ziemlich viel Porzellan zerscheppert worden, die chinesischen Internetaktien ja ziemlich unter Druck auch. Jetzt ist die Mainstream-Erklärung, ja gut, ne, die wollen halt, dass die Tech-Konzerne nicht allzu mächtig werden. Aber in diesem Artikel von Wolfgang Müller wird gezeigt, dass hier wahrscheinlich etwas anderes stattfindet, nämlich ein Kampf der Roten Prinzen. Die Roten Prinzen sind die Nachfahren derjenigen, die mit Mao auf dem Langen Marsch waren. Das ist sozusagen die kommunistische Aristokratie. Und einer dieser Prinzen ist der Machthaber Xi Jinping. Und Jack Ma gehört zu einer anderen Sippe. Das ist ein interessanter Artikel, meine Damen und Herren. Schauen Sie den an, lesen Sie sich den durch. Jürgen Kramke ist der Ideengeber, ehemaliger Spiegel-Korrespondent in China gewesen, absoluter Insider, der hier mittels dieser Informationen, Insider-Informationen maßgeblich dazu beigetragen hat. Also, ich packe das, wie gesagt, unter das Video und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, meine Damen und Herren, machen Sie es gut, mei, ist das schwül heute, gell? Also dermaßen schwül, ich muss es nicht mehr. Also, servus, ciao.